Lange Gesichter bei den Passagieren dieses Wizz Air-Flugs von Rumänien nach Deutschland. Denn statt bitte anschnallen, heißt es für sie, bitte wieder aussteigen. Und das noch, bevor es überhaupt losgeht. Der Grund, eine kleine, aber nicht ungefährliche Kollision, festgehalten von einer Handykamera. Die Wizz Air-Maschine ist auf dem Weg zum Rollfeld, als sie beim Ausparken mit der linken Tragfläche das Höhenruder einer anderen Maschine derselben Airline rammt. Sieht harmlos aus, kann in der Luft aber fatale Folgen haben. Deshalb die folgerichtige Entscheidung der Piloten beider Maschinen. Alle Passagiere müssen aussteigen und warten, bis andere Flugzeuge zur Verfügung gestellt werden können. Die beiden Unfallmaschinen werden fürs Erste aus dem Verkehr gezogen und müssen zur Inspektion. Wer für die Kollision verantwortlich ist, Pilot oder der sogenannte Marschaller, der Einweiser am Boden, ist noch unklar und muss jetzt geklärt werden.